Hallo und gestern zurück zu Game Dev Tycoon. Wie letztes Mal angekündigt, habe ich gesagt, ich überlege mir was und ich habe tatsächlich überlegt, nämlich, dass ich jemanden einstellen will. Wie viel Gamer aus ist die Frage? 800.000 so ungefähr. Ist immer ein bisschen Glück dabei, was da rauskommt. So, kann man denen inzwischen Arbeit geben? Ja. Vielleicht irgendein neues Topic noch erforschen. Surgery kommt drauf an, was wir zuletzt gemacht haben. Rollenspiel, Strategie, Rollenspiel, Simulation, Adventure. Ja, von dem her wird es gehen. Ich brauche schon mal Surgery. Und dann schauen wir, wer uns hier angeboten wird. So, ich schaue zuerst mal auf Speed und Research. Das ist mir immer relativ wichtig. Da wäre der hier ganz gut. Allerdings sonst von den Punkten halt her nicht so super. Das schaut auch nicht schlecht aus. Nicht extrem viel Research Points, aber das könnte man, da könnte man auch nachhelfen. Wobei 250, 150 ist auch nicht allzu schlecht. 300, 100. Ja, es kommt natürlich darauf an, was wir aus dem machen wollen. Oder aus ihr. Aber wir brauchen ja eher einen Techniker, dann stellen wir sie ein. So, tack. Der Report sagt, Werwolf und RPG ist eine super Kombi und Gameplay ist nicht ganz so wichtig. Okay. Weiß ich mich nicht gerade verlesen habe. So, das Welcome Training werden wir runterbiegen. Und dann ist die Frage, was machen wir als nächstes? Wir könnten auf einen Publisher-Auftrag hinarbeiten, damit wir ein paar Fans zusammenbekommen. Wir brauchen natürlich auch bald wieder eine neue Engine, keine Frage. So, TS ist weg. Was mich daran erinnert, dass ich ja natürlich eure Kommentare gelesen habe, zumindest von der ersten und zweiten Folge, die sind schon online. So, jetzt warte ich noch einen kleinen Moment, bis die hier fit sind. Wir könnten ja die Research Points sonst noch für neue Topics ausgeben. Die Frage ist, für was? Zombies, ja. Material Arts klingt nach einem netten Action-Spiel und was könnte man noch machen? Piraten, perfekt. Da können wir entweder ein Rollenspiel oder ein Adventure machen, weil ich wollte sowieso für andere Plattformen auch entwickeln. So, jetzt haben wir Contract Work für mittelgroße Spiele, oder? Also für mittelgroße Aufträge, so. Ja, eben wie gesagt, Kommentare habe ich gelesen, um auch festzustellen, wir sind uns da nicht ganz einig zum Teil, vor allem was die Engines angeht, dass man hier mehrere Engines bastelt. Also, ganz abgesehen davon, dass man es bei Game Dev Tycoon ja wirklich nicht machen muss, habe ich ja gesagt, ich möchte das machen, werde ich auch machen, weil ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass es nicht ganz üblich ist, grundsätzlich eine Engine für alle Spiele zu verwenden, vor allem die größeren AAA-Titel, glaube ich. Sprich so Civilization, kann ich mir kaum vorstellen, dass die auf derselben Engine laufen würde wie Battlefield oder, ja, denk mal gerade an Tropico 5, da wird ja gerade sogar eine komplett neue Engine dafür entwickelt und auch Adventure, soweit ich weiß, laufen auf ganz eigenen Engines oder zum Teil sogar Frameworks, habe ich ja sogar ein, zwei von denen zu Hause, also es ist nicht ganz unüblich, dass man verschiedene Engines, glaube ich, für verschiedene Spiele hat, also. Und es macht das Spiel auch ein bisschen, finde ich, attraktiver und schwieriger, also Game Dev Tycoon. Deswegen werden wir das durchziehen, auch wenn der ein oder andere meint, es ist nicht ganz richtig. Aber eben so viel, glaube ich, Interpretationsfreiraum lasst ihr mir dann doch, dass ich das machen darf. So, Hospital Simulation wollte ich machen, Surgery Simulation. Das nennen wir so. Und das wird eine Simulation, eben nochmal natürlich für den PC, da werden wir bei Simulation beim PC bleiben. Und nachdem wir im Moment noch nicht viel Auswahl haben, was unsere Engines angeht, werden wir bei der bleiben müssen. Und passt, noch klein. Ja, dann machen wir das in 3D, würde ich sagen, dafür. Gameplay ist super wichtig, Engine ist die Frage, wie wichtig ist die Engine? Bei einer Simulation, ich habe immer eigentlich geglaubt, sehr, sehr wichtig, deswegen bleibe ich mal ganz oben, Story Quests natürlich nicht. Nehmen wir die
Cutscenes, weil natürlich bei dem Spiel braucht's Cutscenes. Sagt ja der Name schon. Deswegen werden wir die lineare Story mal weglassen. So, ein Interview mit Roland Keane von Smash da. Das machen wir natürlich und er möchte ein bisschen was wissen über unser neues Spiel. Ob wir es mehr auf World Design oder die Engine fokussieren? Ich würde sagen mehr auf die Engine. Und das ja auch neu jetzt beim Update, dass man da diese Fragen beantworten muss und das dann sozusagen auch kommentiert wird von den Zeitschriften. Ja, und die anderen die anderen Spieleentwickler, sagen wir einfach so, die stimmen mir dazu, also haben wir uns richtig entschieden. Ist auch so ein bisschen ein Feedback. So, Dialoge brauchen wir hier nicht. Level Design ist wichtig, AI vermutlich noch wichtiger und passt. So, und sobald das fertig ist, werden wir noch jemanden einstellen. Und zwar in dem Fall, so Sound, würde ich sagen, World Design, haben wir gesagt, ist unwichtig. Dann stellen wir es so ein, oder? Ist das eine gute Idee? Ja, machen wir so. Dann werden wir noch jemanden einstellen. Sie hier ist ja, glaube ich, genau mehr Design. Sie ist mehr Technologie. Das heißt, wir schauen uns um jemanden um, der noch beides kann. Oder noch ein Designer eventuell. Weil wir sind ja der, der beides kann. Nehmen wir noch einen Designer. Oder Designerin, kommt ganz drauf an. Und dann schauen wir, was da rauskommt. So, das muss man mal überraschen. Tag-Nacht-Zyklus können wir jetzt erforschen von unserem neuen Spielchen. Haben wir zumindest Everyone gerade gut erwischt. So, der Deep Cut. Oh, das schaut sehr gut aus. Eine 9 schon von Stargames. Sehr gut findet es Informed Gamer. Okay, hat besser gestartet, wie es dann weitergegangen ist. Aber im Schnitt gibt es doch noch eine 8 ab. Also passt. Dann können wir uns hier noch jemanden leisten. Jetzt ist eben die Frage. Jemand, der alles kann oder noch ein Designer oder eine Designerin? Designer. Und sonst nehmen wir halt im Zweifelsfall jemanden, der einen hohen Technologiefokus auch hat. So. Mal schauen. Genau sowas in dem, wie hier. Das schaut schon mal gut aus. Die Erika. Oder Deven. Aber eigentlich die Erika gefällt mir fast besser, weil sie relativ flott ist und viele Research-Punkte hat. Stell mal ein. Ja, dann haben wir jetzt ein reines Damenteam bis jetzt. Auch mal was Neues. So, die bekommt gleich das Welcome-Training verpasst. Und die anderen Punkte werden wir auch eventuell ausgeben. Die Frage ist, für was? Weil man hat mehrere Möglichkeiten. Natürlich kann ich jetzt entweder sagen, okay, egal, braucht man nicht groß trainieren. Wir besorgen uns später bessere Leute. Oder wir schauen, dass wir die mit durchziehen. Ist natürlich auch nie schlecht. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung mehr, was die zuletzt gemacht hat, ehrlich gesagt, an Training. Aber sonst machen wir mal so ein allgemeines. Genauso würde ich sagen, hier einfach mal so ein allgemeines Training und wir werden den Game Report schreiben. Und dann schauen wir uns eventuell um Publisher-Aufträge um, weil, so, Markt hat sich normalisiert, ich möchte Fans dazu bekommen und mit Publisher-Aufträgen bekommt man am schnellsten und einfachsten eine Menge Fans dazu. So, Search and Simulation ist eine großartige Kombi und Sound ist relativ wichtig, so wie es ausschaut. Ja, ein paar Spiele noch und dann hat unser Team richtiges Potenzial. Sehe ich genauso. So, können wir noch irgendwas erledigen? Noch irgendwelche interessanten Topics? Comedy erforschen wir noch. Und sollen wir eher auch noch ein Training verpassen? Oder ist das zu früh? Hier verpassen wir auch noch ein Training. So, dann sind wir jetzt alle ein bisschen in der Trainingsphase. Warum nicht? So, Deep Cut ist vom Markt. Sie ist mal schön eingearbeitet. Wir sind auch fertig. Und ja, auf die G3
können wir fahren. Eine der einer der größten Conventions. Das trifft sich ganz gut, weil wenn wir jetzt ein Spiel anfangen, bekommen wir eventuell eben, wie es da steht, einen Hype davon. Weil das wäre so in etwa, ich glaube, sechstes Monat, zweite Woche oder so soweit. Also Publishing Deal, was haben wir denn im Angebot? Any Topic, RGB, Rollenspiel, 7 Punkte, Fantasy-Strategie, Comedy-Rollenspiel für ein Gameling. Na, machen wir doch das, Any Topic, Rollenspiel und wir riskieren es, nachdem es auch für Any Platform ist, eventuell... Ja, jetzt müssen wir uns vorher natürlich das Topic aussuchen. Piraten ist, glaube ich, mehr Adventure. Sollen wir uns nochmal über das Thema Spy drüber wagen? Ich glaube, das wäre ein gutes Rollenspiel. Jetzt haben wir zwar schon was gemacht, glaube ich. Können wir nochmal schnell schauen. Wir haben doch schon was zu Spy gemacht, oder? Das war doch... Oder täusche ich mich da jetzt? Also ich habe jetzt drüber geklickt vor lauter. Haben wir echt nicht zu Spy gemacht. Wirklich, gibt's das? Nochmal schauen. Superheroes, Detektive, Mittelalter, Aliens, Hospital. Hospital hat man da hinten schon was. Das habe ich echt vergessen. History, Zeitreisen, Law. No, no, no. Okay, ich glaube, wir haben nichts zu... Ja, dann. Perfekt. Dann machen wir das so. Also, Spy, eben für, sollen wir es für ein TES machen? Play-System ist ja noch nicht raus. Rollenspiel auf dem TES, ich glaube, das passt auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen guten Namen. Ist zwar mehr nach, es klingt eher nach einem Hacker-Spiel, aber was soll's. So, das machen wir in 2D allerdings noch, würde ich sagen. Und sie ist noch beim Training. Da muss man aufpassen, wenn wir jetzt die erste Runde starten. So, Gameplay, also Story Quest. Gameplay ist auch wichtig und Engine kann man ein bisschen runterdrehen. Dann verteilen wir es mal. Story Quests schreibt in dem Fall... So, wer ist jetzt neu? Die Pauline ist neu, oder? Na, die Pauline hat man schon, die Erika ist neu. So, dann machen wir es so. Gameplay, das könnten eigentlich wir übernehmen. Und die Engine macht die Florence. Schon die Erika neu. Ja, wohl doch. Glaub, hoff. Werden wir gleich sehen. Hab's nicht so mit Namen. Gebe ich zu. Ja, noch was vergessen. Ja, die Erika ist neu. Gut, hoffentlich wird sie fertig, bis hier die zweite Runde startet. Ja, ist sie. Gut. Trifft sich das sehr schön. So, Dialoge, Level Design, AI brauchen wir beim Rollenspiel schon auch, hätte ich ja immer gesagt, aber ich glaube, das Spiel wird uns vermutlich noch eines Besseren belehren. Bisschen runter. So, dann müssen wir es noch gut verteilen natürlich. Dialoge, in dem Fall kann sie machen, wenn sie schon neu ist und... Level Design. So, und AI auch gleich. Passt. Dann schauen wir, was da rauskommt. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, wie viele Punkte der Publisher haben will. Lass uns mal überraschen. So. Also, World Design, super wichtig, hätte ich gesagt. Grafiken auch wichtig, Sound natürlich nicht unwichtig. Und World Design übernimmt in dem Fall, wie teilen wir es denn ein? So, und wir machen die Grafiken und den Sound. Ja, klingt gut. So, die Erika ist schon relativ gut eingearbeitet. Die werden wir aber, glaube ich, nochmal auf Training schicken. So, auf die E3 gehen wir mit einem kleinen Stand. Die Frage ist, sollten wir jetzt den Monat noch abwarten,
dass das Spiel noch ein bisschen hypt. Oder soll man es... Ja, ich glaube, das warten wir noch ab. Dann bekommen wir noch ein paar Punkte dazu. Und ein paar Bugs. So, jetzt haben wir die G3 mit Backdoor. Dann haben wir noch einen kleinen Hype, bevor wir es finishen. Und uns besuchen 48.000, immerhin. Und Hype ist 49, raus damit und neue Rekorde haben wir auch aufgestellt. Schauen wir mal, was da rauskommt. Eine Gehaltserhöhung und einiges zum Forschen, okay. Aber trotzdem, sie hätte ich gern nochmal trainiert. So, Backdoor, mal schauen, was kommt raus. 7, okay. Da leider nur eine 6, also da haben wir offensichtlich nicht ganz so gut produziert. 6,5. Schauen wir, ob der Publisher trotzdem zufrieden ist. Wir machen mal inzwischen den Game Report. So, neue Konsole. Ja, das Play-System. Also aus der Kooperation ist zwar nichts geworden zwischen Nintendo und Vony, allerdings macht Vony jetzt was alleine, und zwar das Play-System mit CD-Laufwerk, 32-Bit-Prozessor, und alle warten schon sehnlichst darauf. Pardon. In 2 Monaten kommt es dann raus. So, können wir ein bisschen was researchen. Ich hätte gerne auf die 2D-Grafiken gespart, aber die anderen Sachen können wir auch schon so langsam aber sicher angehen. Wo sind wir denn noch ziemlich hinten? Wo haben wir denn noch wenig? Ich glaube, AI wäre nicht schlecht, wenn wir mal was tun. Und wir können eventuell noch uns nach einem neuen Thema umschauen. Fantasy ist immer gut. So, Sequel ist natürlich auch super. Ah ja, der Publisher ist zufrieden. Sehr gut, also bekommen wir erstens mal Geld und zweitens Fans. Und dann werden wir das Ganze nochmal angehen. So, Simulationen sind im Moment speziell beliebt. Da haben wir auch eine gute Kombination. Gameplay ist wichtig und Rollenspiel für ein Super TES ist immerhin gut. Wie schaut es denn aus? Hätten wir Deals für Simulationen? Ja, irgendwas für ein TES. Na, schaut nicht so aus. Da müssen wir selber was produzieren. Sollen wir uns über ein mittleres drüber trauen? Die Frage ist, zu welchem Thema? So, das Play-System ist raus. Ah, hat schon gepasst. So. Wir hatten nämlich gerade eine Simulation, aber nachdem die gerade gut laufen würden, können wir es ja probieren. Nur eben, zu welchem Thema? Eine Simulation. Movies. Hat man das schon? Müssen wir schauen. Also sonst würde es natürlich super passen. Aber ich glaube nicht. Zumindest lange schon nicht. Ja, und dann werden wir Sequels angehen. Die liebe ich nämlich immer sehr. Ja, dann machen wir jetzt eine Movie Simulation. PC. Und, wie nennen wir denn die? So, probieren wir es Medium. Ich würde sagen, probieren wir es. Das, gute Frage. Wir müssen bei den 3D-Grafiken ein bisschen mehr Spiele machen, damit wir irgendwann 3D-Grafiken V2 erfinden können. So. Die Einteilung könnte man theoretisch natürlich so lassen. Oder? Passt das noch? Story Quests. Das ist okay. Die Engine. Und wir machen das Gameplay. Ja. Können wir so lassen. So. Wieder mal so ein interessanter Vorschlag.
Da wo man für ganz seltene Sachen bezahlen können, das natürlich ablehnen. Ja, jetzt haben wir schon ein relativ großes Team, das immer gefährlich, wenn der Kontostand nicht allzu gut gefüllt ist. So, jetzt müssen wir natürlich anders einteilen. Geht sich das noch aus, dass wir das machen? Das geht sich aus. Dialoge. Wer macht denn gerade das Level Design? Achso, ja, das passt eh. Oder sollen wir es umgekehrt machen? Das machen wir umgekehrt. Na, das lassen wir so. Das lassen wir so, das passt. Und die Dialoge, ja, ist im Prinzip egal. Dann ist die Erika noch frei für was anderes. Am Schluss raus. Ja, jetzt müssen wir natürlich überlegen, vom Training her, wen wir in welche Richtung trainieren. Das war, glaube ich, so unsere Einstellung. Okay, World Designer, kümmert sie sich um das. Und wer macht die Grafiken? Da sollte jemand ran. Ja, das hätten eigentlich wir machen sollen. Machen wir so. Jeden eine Chance. Eben gerade in der letzten Phase ist es gut, wenn man eben mehrere Leute hat, die beides können. Oder zumindest jemand, der beides kann und auch frei ist. So, Backdoor ist vom Markt. Sie schicken wir gleich auf Urlaub. So, neuen Technologierekord haben wir immerhin aufgestellt. So, die Florence hat eine Gehaltserhöhung bekommen und wir können Stereo-Sound erforschen. Jetzt warten wir mal kurz ab, wie sich hier das Review zeigt, ob es gut genug ist, dass wir in der Zwischenzeit was anderes machen können. Ja, da sollte man halbwegs was dran verdienen. Dann können wir uns, glaube ich, trauen, ein bisschen... Ah, sie braucht auch schon einen Urlaub, oder wie? Dann in dem Fall machen wir doch keine Trainingsrunde, sondern werden uns ein bisschen vorbereiten auf die neue Engine und gleich ein Spiel hinterherwerfen. Ja, verkauft sich allerdings relativ gut. Fans bekommen wir auch dazu. Passt, alle sind vom Urlaub zurück. Ein Game Report haben wir auch geschrieben, das war klar. Story Quests nicht wichtig. Ja, Movies passt für jeden, auch schön. Und dann schauen wir nochmal wegen dem Publishing Deal, ob was Passendes dabei ist. Strategie, irgendein Thema Strategie für irgendeine Plattform. Strategie, ja, UFO haben wir gerade gemacht. Wo passt denn noch? Piraten passt da, Strategie. Weiß nicht. History haben wir auch schon. Oder natürlich, also Sequels kann man nicht als Publisher-Auftrag machen. Ja, nehmen wir irgendwas Altes, Klassisches. History oder Medieval, das war beides, glaube ich, ganz gut. Weiß nicht, was länger her ist, aber mach mal Medieval. Und zwar nennen wir das... Gute Frage, welche Titel ich schon alle verwendet habe. Nicht, dass ich irgendein Spiel gleich nenne. Das machen wir jetzt nochmal in 2D. Ja, und dann schauen wir, dass wir hoffentlich genug Punkte zusammen haben für eine neue Engine. Das wäre jetzt wirklich wichtig. Das passt eigentlich eh, oder? Das können wir direkt so durchziehen. Engine gehen wir ein bisschen zurück. Aber sonst lassen wir es, glaube ich, für den Moment so. Wobei, Gameplay... Machen wir es so. Na, machen wir es so. Mal schauen, was wir zusammenbekommen. Wir brauchen mindestens eine neue Grafik dazu, sonst bringt das nichts. Da
Das sollte sich aber ausgehen. So, verteilen wir das mal. Und die AI macht die Florence. Wir machen, glaube ich, das Level Design. Müssen wir schauen, wie sich das künftig ausgeht. Weil gerade in der Phase 2 braucht man hohen Technikanteil. So, Grafiken nicht sehr wichtig, so wie es ausschaut. Was ist dann wichtig beim Strategiespiel? Ja, World Design. Die Grafik sind es nicht. Das World Design. Oder wir verteilen es einfach ein bisschen und. Nein, ist eine gute Frage. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Oder ich bin mir jetzt mittlerweile unsicher geworden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass World Design wichtig ist, oder? Und Grafik und Sound drehen einfach mal ein bisschen runter. Schauen wir mal, was rauskommt. Lass uns überraschen. Verteilung ist, glaube ich, sogar halbwegs vernünftig, wobei die Grafiken könnten theoretisch noch wir übernehmen. Und den Sound macht gerade die Erika, das passt eigentlich, genauso wie das World Design. Machen wir es so. Ist schön verteilt. Ja, lass uns überraschen. Und dann werden wir auch eine Pause einlegen. Schauen wir, wie es da weitergeht. Also der nächste Hit kommt frühestens mit, glaube ich, der neuen Engine. Die brauchen wir jetzt dringend. Die werden wir jetzt auch dann am Anfang von der nächsten Folge gleich zusammenbasteln. Und uns ein bisschen überraschen lassen, ob es dann besser wird. So hier, das meine ich eben, bei 4 Leuten, da lohnt es sich ein bisschen zu warten, weil da kommen wenigstens noch ein paar Punkte zusammen. So, neue Rekorde haben wir abgeliefert, das ist schon mal gut. Und ich glaube, Cliffhanger erspare ich euch, das heißt, Special Training für uns. Wir schauen uns das jetzt noch an, was das Review bringt. Ah, schaut gut aus, schon mal eine 9. Und noch eine 9. Was spricht Game Hero? Gibt auch eine 9 und... eine 9 von All Games. Ja, ist ein schöner Abschluss. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle eine Pause. Ich wünsche alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und Baba.